Moin Leute und herzlich willkommen bei Wibbekoi. Heute bei Dominik in Kirspe. Genau, im schönen Sauerland. Rockzipfel der Welt. Genau. Bist eine Weile gefahren. Wo ist die Brücke gesprengt? In Lüdenscheid. In Lüdenscheid. Ja. Durfte ich einmal querfeldein durch die Wicken. Aber jetzt bin ich da, richtig gut. Du hast hier seit 3 Jahren dein Koi-Teich. Genau. Richtig schönes Wasser. Gefällt mir richtig gut. Ist ein Stahlwandpool. Ne? Ganz genau. Ist an sich ein großer normaler Stahlwandrundpool, nur mal halt mit spezieller Teichfolie. Hast von außen auch nochmal schön verkleidet. Genau. Wie tief? 1,30 hast du gesagt? 1,20 tief. 1,20 tief. Ja, ist auch eine schöne Ecke, schön mit Sonnensäge drüber. Außen schön die Gestaltung, gefällt mir sehr gut. Bombastisches Wasser, hast hier eine richtig gute Strömung drin. Aber du bist zufrieden, ne? Würdest du irgendwas anderes machen jetzt machen denn noch? Im Grunde wäre natürlich schön, noch einen Durchbruch zu haben für die Pumpe, weil es einfach ein gepumptes System ist, weil der Schlauch halt jetzt drüber liegt, aber sonst bin ich eigentlich damit so, wie es hier steht, eigentlich zufrieden. Hast aber auch ganzjährig aktiv, ne? Also hast im Winter Bälle drauf, PE-Bälle? Genau, ich habe die Bälle drauf für die Temperaturen, dass es nicht zu stark fällt, die Temperatur nicht ganz so Richtung Minusgrade geht. Mhm. Und ansonsten... Bist bis jetzt auch immer gut durch den Winter gekommen, ne? Filter läuft auch ganzjährig durch. Hast du jetzt gerade nochmal umgebaut, das gucken wir uns aber gleich im Filterteil genau. an. Genau, ja. Hast gerade nochmal erweitert. Jetzt läuft jetzt seit wie vielen Wochen mit dem neuen? Seit ungefähr 2 Wochen. Ja, aber dafür sieht es gut aus. Ja. Richtig schick. Kubik, wie viel hast du? Ich habe 11 Kubik. Im Teich selber und nochmal 2 Kubik im Filter. Und einmal die Stunde wählst du doch einigermaßen um, ne? Kommst du hin ungefähr, ne? Ja, ich bin ungefähr bei einmal die Stunde. Das sollte auch einfach sein bei der Größe des Teiches. Ja. Ein oder zwei Pumpen? Eine Pumpe. Eine Pumpe. Ach, dann läuft die mit so einer Twin Power mit. Ja, genau. Das ist der zieht quasi den Skimmer über die Pumpe und dann beides geht dann in einen Einlauf. Ja, wunderbar. Richtig schick. Gefällt mir sehr gut. Gucken wir uns direkt mal an. Bis gleich. Jawohl. Was natürlich gut ist, eine richtig schöne, formale, runde Form. Ja. Lässt sich super durchströmen. Sehr agile, putzmuntere Fische. Sehr schönes Wasser. Auch wenn der Bürstenfilter erst 2 Wochen jetzt. 2 Wochen läuft. Was hattest du vorher dran? Auch ein Bürstenfilter in dem Sinne, aber halt ein Eigenbau in IBC. Da war halt die Beströmung auch nicht so super und man hat es halt nicht so profihaft. Ja, richtig schön. Der älteste Fisch? Der älteste Fisch ist, sollte jetzt 7 Jahre schon. Ja, der Goschki. Und dein Lieblingsfisch? Mein Lieblingsfisch ist der Ginrin Karashi. Einfach wegen dem perfekten Body. Der ist jetzt 2 Jahre, sagst du, ne? Der ist 2 Jahre jetzt, ja. Ja, richtig schön. 1,30 tief. Keine Trübstoffe drin. Schönes, weiches Wasser. Schöner Glanz. Super schön. Auch hier im Garten richtig schön eingefasst. Mit überdachter Terrasse, dass man auch im Regen noch halbwegs sitzen kann und seine Fische genießen kann. Sehr schön. Sonnensäge, damit es nicht zu warm wird im Sommer. Guckt euch das an, wie aufmerksam sie sind. Folgen auch Schritt und Tritt. Hier hast du dann den Standskimmer, denke ich mal. Ja, ganz genau. Und eine Pumpe mittig, die ansaugt. Die Beiß ansaugt, quasi über den Teich und halt den Skimmer selber. Ein Rücklauf, hier kommt ordentlich Druck raus. Da fließt ordentlich was zurück. Man sieht auch richtig schön, wie hier die Strömung drin ist. Euer ältester Fisch. Genau. Unser Opa. Richtig schön. Klein, aber fein. Habe ich immer gern so eine kleine Teiche. Wenn die Fütterung gut ist und sich gekümmert wird, kann man hier auf kleinem Volumen richtig Spaß haben. Jetzt schauen wir uns mal an, welchen Bürstenfilter du hier in der Filterstrecke verbaut hast. Der Filter zum Teich, ein klassischer Bürstenfilter. Mit Upflow, Downflow, Flussrichtung. Hat auch innerhalb von 2 Wochen schon gut angesetzt. Und am Ende der Filterstrecke drückt es dann in 1 Kubik
Nee, 600 Liter, ne? 600 Liter, ja. 600 Liter Biologie. Man sieht auch, dass es schon ordentlich eingefahren ist. Und dann drückt es zurück in den Teich. Alles schön einzeln abgesichert. Redundante Belüftung. 55 Watt UVC. Gepumpte Version. Aber ihr seht, das Wasser ist perfekt. Auch im gepumpten Bürstenfilter funktioniert das. Ausreichend Biologie für den Teich. Ganzjährig im Betrieb. Und schaut euch an, welch schönes Wasser der Filter und die Biologie in der Lage ist zu produzieren. Und jetzt gucken wir uns bei den Wasserwerten an, ob es auch damit so schön ist, wie es den Anschein hat. Wir haben einen Sauerstoff von 8,9, einen pH von 8 bei 21,3 Grad. Wir haben ein Nitrit von kleiner 0,1 und nicht nachweisbares Ammonium. Also alles im grünen Bereich. Der Teich hat den Umbau auf den neuen Bürstenfilter sehr gut überstanden. Die Wasserwerte sind alle okay, aber die eingefahrene Biologie dahinter ist auch erhalten geblieben. Von daher gab es hier keine Probleme mit der Umstellung. Wunderschön angelegt. Hier wird sich gekümmert. Ein tolles Wasser. Mit sehr agilen und aufmerksamen Fischen, die auf Schritt und Tritt folgen. Und mit diesem schönen Blick verabschiede ich mich von heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like. Wenn auch ihr euren Teich oder Innenhaltung im Blog sehen wollt, zögert nicht, schreibt mir eine E-Mail an wimme-koi@gmx.de.